Hello und willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals, hier zu World of Warcraft. Ich spiele meinen Paladin, den ich frisch auf Level 120 gebracht habe und den ich aktuell noch ausrüsten möchte, damit ich in Shadowlands voll durchstarten kann. Und Shadowlands wird auch das Thema dieses Videos, genauer gesagt die Frage, ob sich Blizzard tatsächlich, wie die Gerüchte besagen, dazu entschließen könnte, Shadowlands nochmal nach hinten zu verschieben. Denn da gibt es aktuell leider wirklich einige Gerüchte in diese Richtung, die ich gerne einordnen möchte, euch erzählen möchte, was da eigentlich gerade abgeht in der Welt von World of Warcraft und warum viele Spieler gerade darum bangen, ob es wirklich eine gute Idee war, für Ende Oktober bereits Urlaub anzusetzen. Denn da passiert einiges bei Blizzard, von dem wir gar nichts wissen, gar nichts richtig mitbekommen, und das möchte ich für euch einordnen. Und zwar der Faktenstand erstmal. Aktuell ist es geplant, dass am 27. Oktober Shadowlands erscheint und damit die Erweiterung WoW endlich aus seiner BFA-bedingten Müdigkeit herauszieht. Ich meine, die Season 4 ist schon vor einiger Zeit gestartet. Der Raid auf N'Zoth ist nichts mehr Neues und die Spieler, die brauchen einfach frische Inhalte und die kommen natürlich traditionell vor allem durch eine neue Erweiterung. Und normalerweise, so ist es ja bisher immer gewesen und so wird es auch diesmal sein, gibt es einen Pre-Patch. Dieser Pre-Patch erscheint in der Regel so um die 4 bis 6 Wochen vorher und bringt schon mal einige der Hauptfeatures in die Spielwelt rein. Das wären zum Beispiel der Level-Squish, sowie die Veränderungen an den einzelnen Klassen, sowie die Neuerungen am Level-Progress, sowie die Neuerungen, was den Random-Dungeon-Finder angeht und so weiter und so weiter. All das bringt der Pre-Patch mit sich. Und dieser Pre-Patch, wie eben schon erwähnt, würde normalerweise 4 bis 6 Wochen vor dem Start des Add-ons auf die Server gespielt werden. Ja, jetzt haben wir 4 Wochen vor Start von Shadowlands, aber von dem Pre-Patch ist einfach noch gar keine Rede, kann auch noch gar keine Rede sein, denn dieser ist jüngst, obwohl Blizzard ihn auf dem Testserver bereits als fertig markiert hatte, wieder zurückgestellt worden auf Testphase. Der Release Candidate ist aktuell wieder ein Test-Candidate und bedeutet, Blizzard ist nicht der Überzeugung, dass die Qualität des Pre-Patch ausreicht, um ihn auf die Server von World of Warcraft zu spielen. 4 Wochen vor Release. Was wir vom Beta-Server wissen vom PTR ist, dass der Pre-Patch ungefähr 2 Phasen benötigt. Also er besteht aus 2 Phasen und würde daher 2 Wochen benötigen, um seine Story zu erzählen. Denn neben den spielerischen Neuerungen bietet der Pre-Patch auch immer einen kleinen Einstieg in die Story von dem Add-on, was dann kommt. In diesem Fall ist es ja Shadowlands. Und dieser Pre-Patch würde also 2 Wochen Zeit benötigen, um seine Story zu erzählen. Okay, diese 2 Wochen hätte Blizzard natürlich so rein theoretisch noch, denn wir stehen ja 4 Wochen vor der Veröffentlichung von Shadowlands. Jetzt muss man aber mit dazu sagen, dass der Patch Day ja immer Mittwoch ist, zumindest in Europa. Bedeutet, morgen wird der Patch definitiv nicht erscheinen, das hätte Blizzard schon längst angekündigt. Und dann wird es irgendwie zeittechnisch auch langsam eng, denn dadurch verschiebt es sich um mindestens eine Woche. Und wenn der Patch nächste Woche nicht erscheint, bleiben dementsprechend bloß noch 3 Wochen übrig, und wenn er die Woche darauf nicht erscheint, ist es eigentlich schon sehr, sehr eng von der Zeit her für den Patch, dass wir ihn überhaupt richtig spielen können, denn ansonsten würde es sich auch kaum noch lohnen, extra den Pre-Patch aufzuspielen. Das Ganze wäre auch gar nicht so schlimm, würde sich Blizzard hier nicht so ultimativ bedeckt halten und mal wieder einfach überhaupt nichts sagen, was hier gerade bei ihnen abgeht. Wir wissen nichts, und wenn man nichts weiß, dann entstehen Gerüchte, und ein Gerücht, das halt aktuell entsteht, ist, geht Blizzard vielleicht sogar so weit, nicht nur den Pre-Patch zu verschieben, sondern gleich den ganzen Content zu verschieben, also Shadowlands zu verschieben. Würde Blizzard wirklich so weit gehen? Und das fragen sich gerade die Fans, und ich frage mich das auch, denn die Leute, die bereits intensiv die Beta von Shadowlands spielen oder den PTR für den Pre-Patch spielen, die sagen, dass sich sowohl der Pre-Patch als auch
die Beta von Shadowlands noch nicht so anfühlen, als wäre das Content, den Blizzard gefahrenfrei veröffentlichen könnte. Aktuell sei es wohl noch so, dass der Level-Squish nicht richtig funktioniert, die Items noch nicht richtig skalieren, so zum Beispiel Items aus VOTLK angeblich stärker sind als Items aus Cataclysm, dass auch viele andere Features wie die Zeitwanderungskampagnen, die durch Chromie hinzukommen, noch nicht wirklich ausbalanciert sind, dass die Klassen noch nicht komplett ausbalanciert sind und das alles zumindest für die Spieler dafür sprechen würde, dass Blizzard vielleicht gedenkt, nochmal richtig Zeit in die Hand zu nehmen und Shadowlands ganz nach hinten zu verschieben. Ob das wirklich passiert? Naja, da muss man natürlich einige Faktoren bedenken. Zum einen ist uns allen klar, Blizzard wird kein 100% gepolischtes Add-on veröffentlichen. Es gibt immer Features und Inhalte, die mit Hotfixes nachgebessert werden. Das war schon immer so und wird auch bei Shadowlands so sein. Zum Start wird das Add-on noch nicht 100%ig glatt laufen, da wird noch einiges angepasst werden. Die Frage ist eben, sind die Fehler, die das Add-on jetzt noch hat, so immens, dass man es nicht einfach nachpatchen kann, oder muss hier direkt noch Entwicklungszeit investiert werden, um die Spieler nicht langfristig zu verärgern? Das ist hier dann eher die Frage, die sich hier stellt. Dazu habe ich mich unter anderem mit dem Kevin von MMO Sanka unterhalten. Kevin ist super erfahren, was WoW angeht, spielt das Spiel seit Anfang an und hat auch einige Background-Infos. Und seine Einschätzung ist, dass Blizzard auf jeden Fall entweder das Add-on zum Release raushaut, also am 27. Oktober, oder auf 2021 verschiebt. Eine Verschiebung innerhalb von 2020 hält er zumindest für unwahrscheinlich. Und er hat mir erklärt, dass alles, was Blizzard innerhalb von 3 Wochen fixen könnte, würden sie auch einfach nachschieben, dann würden sie einfach Hotfixes rausbringen. Deswegen würden sie den Release der Erweiterung nicht nach hinten legen. Und alles, was länger als 3 Wochen dauern würde, würde sich dann eher auf 2021 verlegen, denn ansonsten würde Blizzard mitten im Weihnachtsgeschäft veröffentlichen, was mit sich bringen würde, dass es einen totalen Stress gäbe. Denn der erste Raid und M+ erscheinen ja etwas verzögert nach dem Release und das würde dann mitten in die Weihnachtszeit fallen und da hat Blizzard eigentlich geschlossen und da können sie eigentlich keinen halbgaren Progress Content veröffentlichen, den sie mitbetreuen müssten, wo vielleicht auch noch Hotfixes gemacht werden müssten. Und dann wäre es viel, viel logischer, sich dazu zu entscheiden, auf 2021 zu verschieben. Mit dazu käme ja auch, dass die Konsolen im November veröffentlichen, dass Cyberpunk 2077 im November veröffentlicht. Das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, weswegen ich nicht glaube, dass Blizzard es riskieren würde, zusammen mit diesen anderen sehr wichtigen Releases in der Gaming-Welt zu veröffentlichen. Am Ende, das muss man mit dazu sagen, muss Blizzard es irgendwie schaffen, 3 bis 5 Millionen Spieler zu reaktivieren. Das ist mal meine Schätzung, was sie hier meiner Meinung nach irgendwie auf die Kette kriegen müssen, damit sich das Ganze für sie auch lohnt. Denn Blizzard lebt ja nicht nur von den aktiven Spielern, Blizzard lebt ja auch von den Rückkehrern, die sich dann die Erweiterung kaufen zum Vollpreis, die Geld in ein Abo investieren, die vielleicht 1-2 Monate am Start bleiben. Das ist für Blizzard eben auch nochmal sehr, sehr wichtig und das müssen sie auch mit Shadowlands schaffen. Und ein verspäteter Release von Shadowlands würde das definitiv nicht gerade begünstigen. So, ja, ne, um das einfach auch hier nochmal zusammenzufassen. Also, kommen wir nochmal auf den Punkt. Aktuell ist es so, dass sich der Pre-Patch immer weiter verzögert und Blizzard einfach nicht erklärt oder zumindest mal ein Statement abgibt, wie hier die weiteren Pläne sind. Das ist das eine, was passiert. Und dadurch kommen wir langsam zeitlich in einen Bereich, wo sich die berechtigte Frage stellt, ob Blizzard am Ende sogar den Weg gehen könnte, zu sagen, Shadowlands wird komplett verschoben. Und dann wäre die Frage, wie lange verschiebt sich Shadowlands? Eine Verschiebung um 2-3 Wochen hält zumindest Kevin von MMO Sanka für unwahrscheinlich und ich stimme seiner Argumentation zu, dass alles, was Blizzard kurzzeitig hotfixen könnte, das können sie auch im laufenden Betrieb hotfixen. Das würde zwar den Start der Erweiterung etwas holperig gestalten,
aber sie könnten zumindest mittelfristig die Spieler mit neuen Inhalten versorgen und zumindest der Level-Content in Shadowlands müsste aktuell so weit gebalanced sein, dass man Charaktere auf 60 spielen kann, dass man die Covenant spielen kann, dass man zumindest schon mal die grundlegenden Sachen machen kann und vieles andere patcht dann Blizzard. Dann gibt es wieder jeden Tag Hotfixes, das kennen wir sowieso. Jedes Mal, wenn ein Content-Patch erscheint, erscheint auch jeden Tag mindestens ein Hotfix, einfach um kleinere Probleme zu beseitigen. Wie es mit den Klassen aussieht, da kann ich mich natürlich nur auf das verlassen, was die Leute in den Foren schreiben, was auf Reddit geschrieben wird. Da kenne ich mich persönlich nicht so sehr aus, um da wirklich eine Meinung zu haben. Man liest aber, dass einige Spielinhalte und Features noch nicht wirklich fertig entwickelt scheinen. Darunter eben auch die Zeitwanderungskampagnen von Chromie. Auch da soll es noch Verbesserungspotenzial geben. Nun weiß man aber nicht, ob auf den Beta-Servern schon der finale Entwicklungsstand ist oder ob das auch nur eine Version ist, die Blizzard intern schon längst überholt hat. Am allerbesten wäre es, wenn Blizzard endlich dazu Stellung bezieht, wie es um den Pre-Patch steht und ob Shadowlands weiterhin Ende Oktober veröffentlicht werden soll. Solange Blizzard nichts sagt, müssen wir davon ausgehen, dass die Erweiterung weiterhin am 27. Oktober erscheint, wobei sie schon jetzt den kürzesten Pre-Patch aller Zeiten erhalten würde. Und sollte Blizzard noch weiter verzögern, es sogar passieren kann, dass der Pre-Patch nicht mehr sein volles Potenzial entfaltet und die beiden Phasen nicht mehr richtig ausleben kann. Und dann müsste vielleicht alles ganz, ganz schnell gehen und das wäre schon ziemlich komisch. Das wäre aber noch im Bereich des Möglichen, dass das wirklich noch so passiert, dass wir diese oder nächste Woche sogar noch den Pre-Patch erhalten. Das wäre natürlich die absolute Bombe, wenn Blizzard plötzlich heute sagt, der Pre-Patch erscheint morgen. Es wäre eine absolute Bombe, ich gehe aber nicht davon aus, nächste Woche ist der früheste Termin für den Pre-Patch, meiner Meinung nach, den wir aktuell anstreben können. Es kann aber auch sein, und das ist eine Theorie, die in der Community immer mal wieder aufkommt, dass wir es auch hier mit einer David-gegen-Goliath-Situation zu tun haben, dass Activision Goliath den kleinen Blizzard David dazu drängt, endlich Shadowlands zu veröffentlichen und sich auf jeden Fall an das Release-Datum zu halten, weil natürlich Kohle verdient werden soll, weil natürlich auch Erwartungen seitens Activision auf dem Release von Shadowlands liegen. Aber gut, das ist jetzt auch alles viel Geschwafel meinerseits gewesen. Was mich natürlich interessieren würde, ist, wie ihr dazu steht, wie ihr darüber denkt, wie ihr das Ganze verfolgt. Vielleicht habt ihr ja schon zwei, drei Infos, die ich noch nicht habe. Schreibt es gerne in die Kommentare, da können wir uns noch sehr gerne weiter zu dem Thema unterhalten. Bin ich sehr gespannt und verabschiede mich an dieser Stelle in der Hoffnung, dass wir bald Shadowlands zusammen spielen können. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und macht es gut. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein, BB, euer Hyuga.